Die Wiedergabe der wörtlichen Rede gehört zu den besonders komplizierten Angelegenheiten in der deutschen Sprache. Man braucht, wenn man wörtliche Rede wiedergeben möchte, genau zwei Komponenten. Das ist zum einen der Begleitsatz, der angibt, wer spricht und wie jemand spricht. Und das ist zum zweiten der eigentliche Redetext. Nun gibt es drei Möglichkeiten, Begleitsatz und Redetext anzuordnen. Der Begleitsatz kann vorn stehen, der kann nach der wörtlichen Rede, also hinten stehen, und er kann in die wörtliche Rede eingeschoben sein. Wir sehen uns das nun im Einzelnen an. Wir stellen uns eine Person weiblichen Geschlechts vor, die Hallo sagt. Wir wollen dieses Hallo nun wiedergeben mit dem Begleitsatz vorn. Sie sagte Doppelpunkt. Hallo Ausrufezeichen in Anführungsstrichen. Also vorne ist der Begleitsatz, gefolgt von der wörtlichen Rede. Was ist nun alles zu beachten? Wenn der Begleitsatz vorn steht, beginnt er immer mit einem großen Anfangsbuchstaben, da es sich ja um einen Satz handelt. Der Begleitsatz endet mit einem Doppelpunkt, wenn er vorn steht. Wir setzen die wörtliche Rede in Anführungszeichen und denken daran, dass die wörtliche Rede immer mit einem großen Anfangsbuchstaben beginnt, auch wenn als wörtliche Rede nur ein einzelnes Wort wiedergegeben wird und auch wenn dieses Wort eigentlich kleingeschrieben wird. Betrachten wir die wörtliche Rede immer als Satz und schreiben sie mit großem Anfangsbuchstaben. Okay, das ist die einfachste Variante gewesen. Wir sehen auf der linken Seite im oberen Kästchen nochmal, dass sich der Aufbau und das Muster für alle drei Satzzeichen gleich verhält. Also für den Satzpunkt, für das Fragezeichen und für das Ausrufezeichen ist der Aufbau mit dem Begleitsatz vorn genau gleich. So, es geht weiter mit dem Begleitsatz hinten. Bedeutet, dass die wörtliche Rede am Anfang steht. Anführungsstriche unten, Hallo, Ausrufezeichen. Anführungsstriche oben, Komma, sagte sie, Punkt. Vorn die wörtliche Rede, hinten, wie gesagt, der Begleitsatz. So, diese Regel gilt auch hier. Die wörtliche Rede beginnt immer mit großem Anfangsbuchstaben, auch wenn sie nur aus einem Wort besteht und auch wenn wir dieses Wort eigentlich klein schreiben. So, wir setzen natürlich auch in diesem Fall die wörtliche Rede in Anführungszeichen, müssen nach der wörtlichen Rede ein Komma setzen. Der Begleitsatz wird hier klein geschrieben. Und der Begleitsatz endet, auch wenn er klein geschrieben wird, mit einem Satzpunkt. Diese Variante der Redewiedergabe ist also komplizierter als die mit dem Begleitsatz vorn. Es wird noch komplizierter, denn es gibt noch Unterschiede bezüglich des Satzzeichens. Also hier nochmal der Aufbau der wörtlichen Rede mit Begleitsatz hinten. Wenn ich einen Ausrufesatz habe, gleiches Muster, wenn ich einen Fragesatz formuliere. Also wir sehen, dass die wörtliche Rede ein Satzzeichen, also Ausrufezeichen oder Fragezeichen enthält. Das ist anders, wenn ich einen Aussagesatz formuliere. Wir sehen hier, dass das Satzzeichen wegfällt. Wir merken uns also, formulieren wir wörtliche Rede mit der wörtlichen Rede vorn, dem Begleitsatz hinten, dann entfällt innerhalb der wörtlichen Rede im Aussagesatz der Satzpunkt. So, auf der linken Seite im zweiten Kästchen hier nochmal die Differenzierung nach Satzzeichen, das Muster für den Ausrufesatz, das Muster für den Fragesatz und das davon abweichende Muster für den Aussagesatz ohne Satzpunkt. Okay, die dritte Variante. Wir arbeiten jetzt mit dem Beispielsatz, warum antwortest du nicht? Und wir wollen diesen Satz in wörtliche Rede unterbrechen durch den Begleitsatz. Wir ziehen also den Satz, warum antwortest du nicht, auseinander, um in der Mitte Platz zu schaffen für den Begleitsatz. Trennen den Begleitsatz von der wörtlichen Rede vorn und hinten mit einem Komma ab. Wir brauchen also hier zwei Kommas. Und brauchen natürlich auch, um die wörtliche Rede vom Begleitsatz abzugrenzen, weitere Anführungszeichen.
Hier nochmal der Aufbau, wörtliche Rede unterbrochen vom Begleitsatz. Jetzt hier nochmal die Regeln im Einzelnen. Die wörtliche Rede beginnt auch hier, wie in beiden anderen Fällen, mit einem großen Anfangsbuchstaben. Am Ende des ersten Teils der wörtlichen Rede kommt kein Satzzeichen, ist ja klar, weil der Satz ja später fortgesetzt wird. Demzufolge wird auch der zweite Teil der wörtlichen Rede klein geschrieben, weil ja angeschlossen wird um den Satzanfang, der weiter vorn steht. Ganz wichtig, wir brauchen, wenn wir den Begleitsatz in der Mitte positionieren, insgesamt 4 Anführungszeichen. Also 2 für den ersten Satzteil der wörtlichen Rede und 2 für den zweiten Teil der wörtlichen Rede. Der Begleitsatz wird hier klein geschrieben. Und der Begleitsatz wird zu Beginn und zum Ende mit Kommas vom Satz in der wörtlichen Rede abgetrennt. Der Aufbau der wörtlichen Rede, wenn der Begleitsatz eingeschoben ist, ist hier bei allen 3 Satzzeichen gleich. Also egal, ob es ein Aussagesatz, ein Ausrufesatz oder ein Fragesatz ist, ist der Ablauf und die Zeichensetzung gleich.